Und willkommen zurück bei Everspace. Ja, wir machen uns auf den Weg zu unserem Freund, unserem Handelspartnerfreund. Sehen, es macht ja sowieso keinen Unterschied. Da vorne haben wir ein mittleres Risiko. Das heißt, da gibt es dann wahrscheinlich nochmal ein bisschen Action. Und schauen doch diesmal, ob wir ihm alles zurückgeben können. Terim ist da. Ah, da vorne will ich auf jeden Fall hin. Ach, der ist da hinter dem Ding. Jetzt hat er uns wohl bemerkt. Und er ist tot. Hat aber netterweise für uns 19 Treibstoff. So, was haben wir denn? Container. Raus. Und dann haben wir GMB. Alles gut. Extra hier war das Erz. So, mal kurz gucken, hier könnten wir nur... Bauen wir noch nicht alle. Schildbooster. Ah. Alte Taste. Waffenbooster wollte ich gar nicht. Den benutze ich sowieso eigentlich viel zu selten. Huch, da hinten haben wir irgendwo einen Container schon mal gesehen. Haben wir gerade direkt mal vorbeigeflogen. Ach, schön, noch ein paar Credits. Bisschen Alpenmetall, dann geht's auch nach zu Terim. Nicht nach, zu Terim. Was ist mit der Aufgabe, die ich dir gegeben habe? Ja. Du verschwendest dir deine Zeit, wenn du die Waren nicht hast. Ja, ich hab die Waren. So, dann gucken wir noch mal, was es hier Neues gibt. Ausgezeichnet. Hier bitte, eine Kleinigkeit als Entschädigung für deine Leistung. Das war einfach, oder? Ich hatte schon schwierigere Aufträge. Mal gucken. Aber das war ziemlich viel Altmetall. Wofür brauchst du das überhaupt? Er baut einen Transformer. Material für die Wiederverwertung. Selbst die fortschrittlichsten Waffen müssen mit irgendetwas zusammengehalten werden. Du baust dir nicht deine eigenen Waffen? Doch, ich war nur neugierig. Also, wenn du mir eine Gatling 40mm beschaffst, könnte ich dir höhere Einnahmen garantieren. Mhm. Auf solch eine Waffe bin ich schon mal gestoßen.
Das ist ein besonderer Kundenauftrag. Ich werde einige Modifikationen hinzufügen und sie mit reichlich Gewinn verkaufen. Wenn du mir hilfst, kannst du bei dem Geschäft mitmachen. Wenn ich eine finde, sage ich es dir. Mhm. Sag es mir nicht nur, sondern bring sie mir. Je früher, desto besser. Ah, natürlich. 3000 Credits hat das jetzt aber gebracht, immerhin. Oh. Hui. Achso, ja. Mittleres Risiko. Ah, gibt's vielleicht ein bisschen Action. Da geht's gleich nochmal hin, aber ich will eben kurz mich hier um... erstmal um da die direkte Bedrohung kümmern. Wieder so eine Outlaw-Basis. Setze die weg. Oh, das ist noch ein ganzes Stück. Da, das ist einfach nur eine Servicestation. Hier waren noch eigentlich gerade noch andere. Eine Outlaw-Drohne. Ja, die habe ich kaputt gemacht, die war eh schon im Kampf mit den Jungs. Und wieder einer weniger. Dann wollen wir doch mal auch hier vorne rangehen. Okay, da habe ich doch glaube ich gerade sogar schon was drin gesehen. Nur mal eben kurz wieder die richtige Einfahrt finden hier. Nee. Hier vorne. Sensor verstärkter MK2. Aha,
Reichweite plus 80%. Cyclen wir erstmal. So, ein extrahierbares Erz. Das da vorne sieht doch... Entweder ist es der, wo ich vorhin war. Ah, das ist der, wo ich vorhin war. Okay. Kurz gucken. Wir können mal eben... ordentlich nachbauen. Für 200. Ne, für was anderes als Credits würde ich den ja kaufen. Machen wir uns auf den Weg. Ah. Dachte, ich hätte echt alles im Glück ausgeben, aber Credits gebe ich euch nicht für so einen Kram. Ja, und wir springen in den nächsten Raum. So, hier war das Erz. Und dann haben wir Credits. Blitze im Weltall. Wie ist das möglich? Magnetfelder erzeugen Reibung. Eine Anomalie. Aber visuell sehr beeindruckend. Aha. Nur nicht so gut für unser Schilder. Also, gar nicht gut für unsere Schilder. Was sagen wir überhaupt die Datenspiegel? Nee, das ist ja Schiffshülle, Baupläne. Guck, wir haben ja mittlerweile sogar schon ein paar Sachen gefunden. Sekundärwaffen, Module. Gadgets. Mods. Dritter Sektor. Dritte Galaxie meine ich, oder was auch immer. Also. Ja, Sektor 3. Gegner. Gibt es denn hier außer den Blitzen irgendwas, was ansatzweise interessant aussieht? Ja. Schade, Altmetall. Schönes Plasmafeld.
Ja, mit denen will ich mich eigentlich gerade nicht anlegen. Pass mal. Weiß gar nicht, wofür ich die brauche. Wir nehmen sie einfach mal mit. Und ab geht's. Wir nehmen mal bewusst das mittlere Risiko. Meine Hoffnung gerade ist, mehr Gegner. Meine Scanner zeigen, dass wir uns auf einige Gegner einstellen sollten. Ja. Ach was. Gut, hier gucken wir uns um. Allerdings, ihr könnt es euch wahrscheinlich denken, erst beim nächsten Mal. Ich bedanke mich für eure Interesse und sage bis dahin.